Ja, gemacht wie Feuer. Ich bin schon so ein richtiger Trottel, was das angeht. Passt auch genau, was ich jetzt. Oh, komm, Erde. Zeig, was du kannst, Erde. Ich setze auf dich 20 Euro. ja, hier ist mein letztes Holz. Ich glaube, das sollte reichen, wenn ich viel davon nehme. So, jetzt kurz gucken. Ah! Nein! Ja, ja, hä? Achso, das waren die anderen Öfen, ne? Ich kann euch auch mal rausnehmen. Dachte doch, da ist nichts mehr drin an Kohle, doch, da ist noch drin. So, das sieht dann auch mal weg. Ne, damit. Ja, ich wusste, dass die da hier einen Geist aufgibt. So, ja, und hier müsste ich eigentlich auch nochmal Holz hinterpacken. Dann könnte ich hier nämlich auch nochmal drei Öfen packen. Also nochmal Holz kurz klauen. So, nehmen wir mal. Ich glaube mal, einer könnte reichen, oder? Wie viel brauche ich da hinten? Ja, einer reicht. Zack. Kurz auf die Uhr schauen. Ich sehe es jetzt hier gerade, es ist schon wieder so dunkel in dieser Jahreszeit hier. Ja. Gut, da habe ich jetzt gerade mal, glaube ich, keine Ahnung, wie lange aufgenommen. Vielleicht. Lass mich lügen. 25 Minuten oder sowas. Das ist doch noch gar nichts. Ja, hier muss ich nochmal zwei herstellen. Das sind 6 Stück. Machen wir gleich so. Ja, das passt sogar. 6 Stück, genau. Ich verschwende schon wieder mal ganz schön meinen Cobblestone hier. So, gut. Dann hat man jetzt hier so einen kleinen. Oh, dieses dumme Kabel. Moment mal, ich. Nee, wenn es jetzt raussteckt, hört man das? Moment. Ich geh's einfach mal aus. Da ist was anderes. Das stört mich hier gerade ein bisschen, dieses Kabel. Da stört mich das Gamepad-Kabel schon wieder. Könnt ihr es auch mal abhauen? Da, Kabel hier so. Tschüss. So. Jetzt ist auch viel mehr Freiraum da unten. Gut, das sieht gut aus. Dann hat man hier vorne seine Arbeit. Workbench, die passt aber auch irgendwie gar nicht dahin. Ich habe da oben noch eine Iron Axe. Und dann hole ich mir die mal kurz. Was habe ich denn hier vor? Will ich da auch Steine reinpacken? Das ist nicht im Ernst, oder? Ne, das war auch nicht fail, würde ich mal sagen. Deswegen brauche ich schon wieder eine Axt. Ich habe jetzt Clean Stone, um das hier zu beheben. Da oben ist es. Iron Axe, aber ich habe keine Level jetzt gerade frei, um leveln diese Axt hier. Kann man immer gebrauchen. Äxte hat man auch zu Hause, da hat man zu Hause auch im Schrank hängen ein paar Äxte. Ist logisch. Hier könnte jetzt auch nochmal Cobblestone rein, das passt einfach besser. Ab da geht's los mit Cleanstone. Meine Cobblestone sehen gut aus, sind mir gut gelungen. So. Und dann ist das hier eigentlich auch nochmal weg. So, und dann könnte dort das so hin. Das sieht schon mal gut aus. Und dann kommt hier, zack, zack, zack. Hervorragend. Eigentlich müsste das schon mal so sein. Schuss man sich jetzt hier den Kopf, wenn nicht, dann kann man dieses mal kurz beheben. Ja, hervorragend. So, hier an den beiden Stellen nochmal da rein und. Nee, das wollte ich jetzt natürlich nicht. Man. Weg damit. So, hervorragend. Das gefällt mir. Hui. Ja, das sieht gut aus jetzt hier. Kann ich auch nochmal Cleanstone reinpfeffern. Da eigentlich auch, das passt da gar nicht rein. Was natürlich auch schön wäre, wäre so ein Muster, was hier so runter geht. Müsste ich mir jetzt mal ausprobieren, wie das ausschaut, wenn ich so machen würde. Also so machen würde. Ich müsste so machen. Und
Dann. Zack, zack. Dann müsste ich das aber überall hier unten machen. Das würde mich, glaube ich. Nee, nee, das geht gar nicht. Das passt einfach nicht. Glaube doch ein bisschen bescheuert aus, wenn man da überall jetzt hier so Muster ranballert. Sieht doch hier oben, sieht noch relativ gut aus, weil das ist dann so ein kleiner Übergang von gut zu böse, so gesagt. Einfach gerne mal rausholen. Kann ich auch mal so machen. Kann man hier überall so ein kleines Licht. Ja, gut, da fehlt was. Ich habe jetzt auch noch Cleanstone dabei. Ich bin am besten ausgerüstet hier gerade. Ja, ich stoße mir euch den Kopf, oder? Nö, ist hervorragend. Aber nee, ich muss das auch noch einberechnen, wenn ich hier die Treppe runterziehen werde. Dass ich mir dann vielleicht den Kopf stoße. Scheißegal erstmal. So, hier meine Axt mal rausholen. Wo packen wir den jetzt hier hin? Der passt hier nirgendwo mehr hin. Weil das jetzt hier auch gerade nicht so ganz symmetrisch ist. Eigentlich müsste ich das hier da lang ziehen. Ja, das ist jetzt ein bisschen scheiße. Ich war hier jetzt aber nicht extra die Leitung um, damit das hier andersweitig anders aussieht. Könnte aber in dem Fall auch einfach so machen. Wegmachen, dann kann ich auch mal bloße Hand nehmen. Dann machen wir das nur hier. Am besten, glaube ich. Na gut, da passt es auch nicht. Passt einfach im Moment gar nicht, außer ich mache es bei den dreien da. Das könnte doch aussehen, aber sonst. Von da unten passt es nicht. Da kommt schon ein Item mit runtergefloschen. Floschen. Ja, das könnte, da könnte es auch hinhauen. Da würde ich noch mal ja sagen, das sieht okay aus. Wo ich das Glas jetzt hingepackt? Da. Nehmen wir mal dafür das Cleanse. Ja, den Sohn da rein. Und ich sollte, glaube ich, was essen, oder kann das sein? Nee, muss ich noch nicht. Habe ich schon. Ja, das sieht ein bisschen akzentmäßig aus, aber dann müsste ich da unten nochmal irgendwie eine Fackel setzen. Dann sieht das so aus, als ob das da unten leuchten würde. Ha! Das sieht fein aus, das gefällt mir. Sogar steigt da nur ein bisschen Dampf auf. Vielleicht wäre das da besser, wenn ich mal Cleanstone hätte. Ich brauche mal irgendwie. Ich weiß, was ich jetzt mache. Ich baue noch mal nebenbei. Ich mache jetzt heute viel zu viel hier schon wieder. Ich baue mal kurz Obsidian ab. Dann muss ich aber in eine andere Richtung hier runter. Kurz schauen. Bisschen Obsidian abbauen. Und hier stoße ich immer noch den Kopf. Das reicht mir langsam. Habe ich das nicht letzte Aufnahme behoben gehabt, als ich heute mein anderer Headset noch aufgenommen hatte. Ja, hier habe ich angefangen damit. Hier ist es in Ordnung, glaube ich schon. Ja, aber da oben noch nicht. Hier werde ich mir gleich den Kopf richtig fett stoßen. Da war es mir klar. Na, hier unten ist es nicht so wichtig. Hier mal in unser Obsidian-Lager. Fressen wir mal vorher was. Was geht denn hier ab? Ach, da hat der Lager bestimmt wieder was geklaut gehabt. Der sagt der. Gibt's noch nicht. Laut erstmal eiskalt alles hier. Da ist eine Kiste. Ach, da ist gar nichts mehr drin, hat alles mitgenommen war. Mal schauen, wenn ich das jetzt mal alles wegpacke. Ja, denn da wartet noch Lava auf mich. Machen wir so. So. Dann kann ich das jetzt erstmal in Ruhe abbauen. Wie viel Obsidian braucht man denn eigentlich für so ein dummes Portal? Also man braucht unten zwei, wenn man die Ecken weglässt. Seiten braucht man drei. Oben auch zwei, das heißt, warte, Moment. Ich brauche 10 Stück, okay. Das ist ein, ja, machbar. Mal gucken. Dann muss ich aufpassen, wenn ich gleich die Lava ins Gesicht fliegt. So, die könnte ich jetzt auch mal gucken. Da habe ich schon vorgesorgt gehabt. Da noch nicht. Wie viel habe ich denn eigentlich noch? Ich habe, glaube ich, noch oben irgendwo zwei rum. Ich habe mal fünf. Naja, ein bisschen müssen wir noch abbauen. Also fünf Stück brauche ich noch mindestens. Ich
hoffe, dass ich mindestens noch diese zwei da oben vor rumflackern habe. Ich hoffe es jetzt einfach. Wenn ich baue mal noch zwei noch ab. Bringen wir also 7 ab, jetzt sind nur noch 6. Jetzt noch 5. Obsidian abbauen ist mal so langsam. Ah! Oh mein Gott. Das war nicht sein Ernst. Ganz im Ernst, das war nicht sein Ernst. Das glaubt diese Lava, wer sie ist. Ganz im Ernst. Das glaubt diese Lava, wer sie ist. Aber hier werde ich auch nicht besser dran sein. Da hatte ich schon was gemacht, da nicht. Die drei könnte ich jetzt alle abbauen. Hervorragend. Dann haben wir schon mal 7. Okay, jetzt fehlen uns nur noch 3. Ich wundere, dass heute meine Framerate gar nicht am Rumspinnen ist. Die läuft heute relativ flüssig, also wirklich dauert durchgehend irgendwie mit mehr wie 40 FPS hier bei Minecraft. So, jetzt habe ich, einer fehlt mir noch. Was ist denn hier unter eigentlich? Ach, der, mein netter Freund, die Lava. The Lava Returns. Wo bauen wir eigentlich unser Portal? Na toll, jetzt habe ich wieder mal keine Ahnung, wo ich das Portal hinbauen soll. Also ich entwerfe hier dauernd neue Ideen und dann weiß ich nicht mal, wohin damit. Ach, wir haben ja nicht mal einen Portalraum, aber wo könnten wir den jetzt hinmachen? Ich will das Portal auch nicht den ganzen Tag hören müssen. Keine Ahnung. Das könnte man auch in der Nähe der Mobfalle machen. Feuerzeug, Mann, das habe ich auch nicht Ewigkeit nicht mehr gemacht. Und das war, ach ja, mein Gronkh Let's Play kennt. Moment mal. Ach, das geht nur in der Crafting Box, stimmt ja. Da hat die Honeyball doch hier in der Workbench eingeschickt, wie man ein Feuerzeug baut. Und jetzt zeige ich mich gerade wieder dran, wie es geht. Muss ich auch noch in die Workbench und Co. Ach, Mist, was ich alles noch machen muss. Da kommt noch eine ganze Menge Arbeit auf mich zu. Uiuiui, jetzt habe ich auch mal 4 Balken, komischerweise nicht nur 4 Balken, ich habe doch gar kein WLAN. Ah. Jetzt habe ich 5 Balken, ach. Ganz toll. So, hier wollte die Mobfalle hin. Dann ist eine alte Höhle. Ich glaube, die wird auch hier oben auf dem Lagerplatz von dieses scheiß Ding. Das Portal, wie wär's denn mit hier? Nee, da kann ich nicht einlaufen. Da machen wir auch wieder 3. Ist ja, nee, hier muss ich 4 machen. Okay, 4. Wir müssen halt 4 hoch sein, weil ich sonst das Portal, glaube ich, gar nicht hier reinbekommen würde. Hier muss auch nochmal ein breiter sein. Das heißt, ich muss hier eine Doppeltür einbauen. Sonst wird das nicht symmetrisch sein. Leider. Oder? Ja. Den brauche ich gar nicht wegnehmen. Dann müssen wir uns gleich mal in die Hölle bewegen. Boah, ohne Monster macht das doch auch gar keinen Spaß. Das heißt, wir machen das erst in der nächsten Aufnahme, wenn ich die Monster wieder angeschaltet habe. Dass ich sie jetzt aus Versehen aus habe, tut mir wie gesagt immer noch leid. Habe ich nicht verdrängt, dass es mir leid tut. Ich werde mich darum kümmern nächstes Mal. So, jetzt muss ich kurz überlegen. Also hier unten kommt 2 hin. Da kommt da an die Seite was hin. Klopf jetzt hier rüber. Die gehen raus. Zack. 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 Das müsste normalerweise das Portal sein. Und da ich meine Crafting Box jetzt hier gar nicht habe, wo platzieren wir die denn mal? Da oben passt. Da oben könnte so ein, genau. Ich muss hier auch mal die Axt wieder abschneiden. Das sieht doch geil aus. Das hat einfach richtig Style. Jetzt muss ich aber erstmal hier eine Eisen herholen. Da haben wir sogar noch einen Flint parat. Wieso ist so viel Flint drin? Das soll doch gar nicht da drin sein. So. So, glaube ich. Ne, da oben steht's ja. Ja, so ist es. Okay. Da so macht man eine Karte. So einen Bogen.
Scheiße. Ja, es hat funktioniert. Oh mein Gott. Das heilige Verlies wartet auf uns, aber nicht heute. Hahaha. Nicht heute. Das könnte ich auch theoretisch, doch, kann ich auch theoretisch so machen. Haha. Da brauche ich doch keine 4 hohe Decke. Machen wir mal so. Dann sieht das doch relativ okay noch aus. Ah, ja, in die Messer gehen. Ich habe da jetzt gerade so ein paar Bedenken. Nicht, dass ich jetzt irgendwie gleich runterpurzel. Wir probieren es einfach aus. Ich habe gerade Angst bekommen. Downloading Terrain. Jetzt kann es ein bisschen. Puh. Okay, es leckt jetzt ein wenig unnormal. Was geht denn jetzt hier ab, Mann? Jetzt geht's auf einmal wieder. Ah, jetzt kann ich auch wieder, weil das runtergeladen hat alles. Oh je. Das sehen dann, das ist Gravel oder was? Okay. Ja, ich würde auch in diesem Sinne sagen, dass wir uns die Hölle fürs nächste Mal aufheben und ich erst weiterbaue, wenn ich jetzt hier wirklich im Closestone habe. Und das heißt, wir sehen uns dann erst in der nächsten Aufnahme wieder und ich würde damit auch sagen, wir werden jetzt genau hier an diesem Zeitpunkt, bevor ich jetzt nochmal kurz das getan habe, was ich schon die ganze Zeit nicht machen wollte. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.